Seite auch absolut hochklassig. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück. Moschee, ja. Der Strafstoß ist drin. Ach so, ja, genau. Jo. Danke. Danke, danke, danke. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gut vom Verteidiger. Da ist die Chance. Hallo. Danke. Alter. Sie das Tor hier machen müssen, aber der Keeper sensationell. Er ist da und kann den Ball hier klären. Sie haben Platz. Der Ehrenvolle. Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. André Silva. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ach Junge, passt doch besser. Luka Jovic. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Da ist die Balleroberung. Gefährlich aus. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Super dieses Zuspiel. Und jetzt gute Möglichkeit zum Konter. Da ist er alleine durch. Per Lupfer. Was für ein Tor. Na, verlässt jetzt das Spiel. Doch nicht. Was ein Wunder.
Ach, Junge. Ach, Junge. Das war doch noch Vorteil, Junge. Er spielt den Verteidiger aus. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, aber wenn es nicht gefährlich werden könnte. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke in die Mitte. Und die Situation ist wieder bereinigt. Jetzt ist Platz für den Konter. Kevin Möwald, Milo Drašica. Weiter dieses Unentschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Jawohl, Junge. Das war der dritte Streich. Geht doch. Und das nächste Tor, Dreierpack. Hier ist die Wiederholung. Was für eine Aktion. Der macht da vorne, was er will. Eine rassige Partie. Viele Tore auf Szenen. Unglaublich gut zu gucken. Gute Aktion. André Silva. Ist das der Ausgleich? Klasse gemacht, stark geblockt. Schieß ihn doch weg, den scheiß Ball, Alter. Komm, lauf, Junge, lauf. Schieß, danke. Geht doch, Alter, geht doch. Hier. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Können Sie was drauf machen? Werder Bremen hat, wenn wir uns die Statistik zum Ballbesitz ansehen, weniger von der Partie. Aber ich glaube, das kann Ihnen völlig wurscht sein. Sie führen, nutzen Ihre Chancen, sind sehr, sehr gut aktuell. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Ah, da wäre jetzt Platz. Damit hätten Sie ihn wieder ran. Schlecht. Wenn Sie solche
geben den Ballbesitz wieder ab. Rode. Was macht er drauf? Scheiße. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und dann machen wir es super aus. Der hat sich ganz wuchtig im Tor runtergebracht. Ein echtes Schützenfest heute. Nun steht es hier tatsächlich 5:4. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Ups. Ja, ich glaube, das könnte gelb geben. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Flanke. Upsi. Erneut so ein hervorragender Pass. Schönes Zuspiel hier. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Was zur Hölle war das? Kevin Möwald. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Hey! Alles rein in diesen Schuss. Böh, Junge! Genauso ist es. Aber ich glaube, Schlenzer wäre besser gewesen. Kostic. Den Ball kann er abfangen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie... Hä? Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Was für Abseits? André Silva. Luka Jovic. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance. Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion. Alles richtig gemacht. Sind Applaus. Spiel geht mit Einwurf weiter. Füllkrug. Och, Lücke. Mach doch keine Faxen jetzt hier. Ey! Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Ey! Armin Younes. Jetzt der Ballverlust. Lauf doch ein Stück schneller! Viertelstündchen haben wir noch. Frankfurt mit schönen. Nein! Ist es das jetzt? Chance lebt noch! Pavlenka, Junge! Du bist so ein King, Alter. Milo Drašica. Leonardo Bittencourt. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Könnte der Ausgleich sein. Er ist noch ein King. Einfach der King, Pavlenka. Weg mit dem Ball. Weg. Konter. Aha. Ah. Egal, erstmal auswechseln. Zack, fertig. Let's go. Mit der Rettungstat gehalten. Jetzt kommt hier richtig Bewegung rein, Freunde. Er wechselt. Oh nein! Ja, das ist ärgerlich. Macht alles richtig bei diesem Kopfball. Eine super Technik, aber am Ende geht der Ball knapp am Kasten vorbei. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Das ist nochmal die Chance.
Selke. 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 Ja. Selke. Junge. Noch ein Tor. 6:4 steht es in dieser verrückten Partie mittlerweile. Vorteil ist angezeigt. Gut vom Unfall. Er hat den Ball. Gutes Denken. Ja, Junge, leck dich doch direkt ins Koma, Alter. Die kurze Variante jetzt. Der Ballverlust. Bruder, kurz querschnittsgelähmt geworden. Ey, Rashica! Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich 100%. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Nur noch der Torwart vor sich. Ja. Vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen Sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor nochmal einen Schuss. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg gegen...